Alter! Oh, ach so. Hi. Gut. 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 Wirbelverstauchung irgendwie. Was willst du trinken? Was können wir dir denn anbieten? Gar nichts jetzt. Valium, alles, ey. Hm? Ja. Wirbel verstaucht. Ja. Wie lange? Gestern haben die es geröntgt und dann war alles total schief so. Ja. Und dann konnten die halt nicht erkennen, ob da was gebrochen ist. Da muss ich im Krankenhaus bleiben. Und heute Morgen kamen dann die Ärzte, haben halt alles nachgeguckt. Und ja, eine Verstauchung. Jetzt muss ich jeden Tag irgendwie zum Arzt und da Gymnastik machen. Mhm. Physiotherapie. Ich denke, ja, ich denke, Rückenschule oder so. Kannst du nach dem Security-Typ davor? Hä? Ganze Nacht, echt? Ganze Nacht, bis vorhin. Ach, komm. Bis jetzt. Vor der Tür weg. Ja. Alter, wichtiger Mann, verstehst du? Was? Schon heftig, ey. Ja. Wie geht's? Von Schmerzen her? Geht, ist jetzt mittlerweile wie Muskelkater, bis zum Arsch runter. Mit den Beinen geht's wieder. Hast du eine Spritze bekommen? Fusion. Jeweils der versucht, deinen Sturz nachzubauen. Ja. Jetzt passt. Ich auch. Ja. Genau gleiche Stelle. Mir ist genauso auf die Schulter. Die haben das Ding jetzt höher gemacht. Ehrlich? Und breiter. Ja, viel Spaß. Ich darf auf jeden Fall nicht mehr fahren jetzt. Mhm. Klar. Was sagst du denn? Hey. Der Nächste. Nee, das tut aber überhaupt nicht weh. Ich hab nur, ich hab das auch nicht weh. Das Pedal habe ich gegen den Knöchel gekriegt. Das war nicht einmal viel. War nur so. Hast du ein bisschen geschlafen? 4 Stunden oder so. Doch schon viel. Voll Schmerzen gehabt, oder? Ja, hast gestern, ja, gestern Nacht nur was kriegt. Ja, ich habe hier Fusion habe ich bekommen. Schmerzmittel. Oh, schön. Valium zum Einschlafen. Ja, ja, ja. Bis volle Programm. Dann, ja. Normal hätte ich bis Montag bleiben müssen. Ah, nee. Das ist immer halt. Alleine war. Ja, ja. Klar. Was haben Sie geguckt? Naja, alles, absolut alles rausgestöpselt vorher. Klar, logisch. Das ist nichts. Security-Typ vor der Tür, ich lag nur im Bett, ich konnte mich nicht bewegen. Alle nur mit schwarzen Anzügen und Reißverschlüssen. Hammert. Ja, Hauptsache, dir geht's wieder besser. Ja, und dann, ja. Ja, uns voll Sorgen gemacht. Echt, vor allem, weil es so spät ist. Mhm. Total. Ich hab mich vermisst, ja? Ja. Ja, ich hab auch ein bisschen. Oh. Waren die Sachen okay, die ihr so nicht zusammengesammelt haben? Ja, ja. Ja. Hab ich gar nicht angezogen. Ach, ja, ich sehe schon. Hast du meinen Arm mal noch? Nö, ich glaube, das habe ich dem Security geschenkt. Dankeschön. Sag mal, das Bild von Nadel hattest du mitgenommen, ne? Ja, ja. Ja, aber das haben wir gesicht wie blöd. Ja, das haben wir schon vermutet. Echt? Hast schon. Ich habe noch mal geguckt. Oh, jetzt bin ich das Bild nicht. Wie lange? 3, 4 Wochen? Keine Ahnung. Locker. Muss ich morgen gucken. Morgen muss ich da ran. Ach, machst du da drin Sprocken? Dort. Gut, Gymnastik. Locker, easy. Physiotherapie. Gymnastik musst du eigentlich machen. Gymnastik machst du hier, oder was? Ich dachte, auch normalerweise kann ich doch schwimmen, oder? Wenn ich sowas habe, frage ich morgen erstmal direkt. Und Wärme, dann kann ich auch in die Sauna. Frag mal den Arzt. Ich hab schon warm gemacht, ich kann nicht. Ich schon warm, weißt du? Am Montag wird's auch scheiße, wenn du rüber musst. Am Montag wird's auch scheiße, wenn du rüber musst. Das sehen wir noch nicht. Das sehen wir auf jeden Fall, weil. Ja, jetzt führst du ja wohl, oder? Jetzt führst du ja wohl. Na. Ausbesuche. Na, ich muss nochmal nachlegen kurz. Du, nicht um. Schnauze. Ja, ja, ich hab's schön, oder? Sauna. Ach, nicht. Schon warm gemacht. Wir wollen gerade rein. Wir sind gerade rübergekommen. Wir sind gerade rüber. Weiß. Hm. Schwanz. Wie ist mit Schlafen und so? Also ganz schöne Kante. Auf jeden Fall. Krass. Saß der direkt vor der Tür rum oder hast du denn gesehen? Wow. Was? Ach, bei dir mit dem Raum drin? Nee. Vor der Tür. Vor der, direkt vor der Tür. Das war so ein Einzelzimmer. Ja. Und dann vor der Tür rechts war ein Stuhl. Ja. Und dann gestern Abend
war das eine Frau, dann halt Mittag war das jemand, keine Ahnung, wie das war, auch ein ja. anderer Typ. Und dann kam der. Mhm. Und dann so. Über die Straße nehmen. Krass. Bitte gehen Sie auseinander, dann ergibt sich zu sehen. Ich dachte, er hätte jetzt gleich die Autos an da. Krass. Ich hab schon gedacht, du verlierst mal auch mal, weil du hast jetzt auch geschnitten, wo ich das in der Hand hier habe, oder? So richtig. Wo ich dir das in der Hand hier habe. Hab ich nicht richtig registriert? Nee, ich hab das im Auto gemerkt. Was hab ich in deiner Hand, ey? Soll ich dir Glück bringen, mein Schatz? Hab ich hier irgendwo, ne? Okay, mein Schatz. Ja, am 7.7. so Party. Wo immer kommt ihr an? Ach, schönes Abendmahl hast du, Fahner, gell? Komm mal mit. Ey, da hättest du noch das Röntgenbild sehen müssen. Und? Was für ein Hals? Also. Ungefähr. Ich denke, Scheiße. Was hast du gemacht? In der Röhre ist heilig, schon. Ja. In der Röhre warst du nicht drin. Doch. Ja? Heute. Heute. Mhm. Und warum hättest du bis Montag bleiben müssen? Ja, zur Kontrolle halt und zur Gymnastik. Mhm. Wie gesagt, kann ich auch hier machen. Ja, klar. Einzelzimmer, ey. Das grenzt ja bald an Urlaub. Ich hab mein Dings gesucht hier. Und hier das Geräusch. Ne? Direkt hochgeguckt. Ey, schlimm. Das ist die Gute, die man kommt. Schnell, schnell, Mensch, der Boxer mit Knack. Da merkst du erstmal die Umstellung, ne? Mhm. Das ist krass. Hast du denn noch lange Schmerzen? Na, ich habe dann eine Infusion bekommen, Schmerzmittel und dann. Von den Augen. Die ist so wie Watte im Mund, ne? So ja. Hast du ein paar mitgekriegt, Bayum? Bitte? Hast du ein paar Hawaii-Tabletten mitgekriegt? Na, die lagen noch da. Ich habe überlegt, ey, nimmst du mit. Hätten wir schon Party machen können, dann. Hi. Jetzt musst du draußen ein bisschen rein können. Der schläft draußen. Ja, ich weiß. Und? Super. Camping. Mit Caro. Camping. Haferflocken immer noch, oder? Mmh, lecker. Kann mich kaum von drin. Ich lache heute ohne Jens nach hier. Wie soll ich auch draußen schlafen? Nee. Ich war ganz alleine. Ganz alleine? Mit vier Frauen in einem Zimmer. Ich hab mich alle alleine gelassen. Heute Nacht haben wir. Alle immer. Du siehst aus, ich kann schlechtes Gewissen, ne? Doch, so ein bisschen, ja. Im Krankenhaus. Ich komme wegen dir rüber hier und du lässt mich alleine. Auf jeden Fall sollst du mich nicht mehr massieren. Alles klar. Ich habe gesagt, so wegen deiner Massage. Ja, ich glaube. Willst du meine Glocke jetzt haben, oder was? Falls du was brauchst? Nee,